Shirley Valentine, sag mal, bist du total verrückt geworden? Es gibt am Donnerstag bei uns immer Steak. Ich werde diesen Fraß nicht essen. Mutter, du hast mal wieder nicht genug Zucker reingetan. Tu mir den Gefallen und gib mir noch einen Löffel. Sie ist noch nicht mal 5 Minuten wieder da und schon rotiere ich für sie wie ein Helikopter durch die Gegend. Hallo, Wand! Hörst du mir zu? Eine Frau 3 Häuser weiter redet mit ihrer Mikrowelle. Also mit einer Mikrowelle zu reden, Wand! Was soll aus dieser Welt noch werden? Sex hat was mit Supermarkt zu tun. Zu viel Rumgeschubse, Rumgeschiebe und am Ende kommt man mit zu wenig raus. Schon als junges Mädchen habe ich an Reisen gedacht. Ich habe davon geträumt, bei einem Glas Wein am Meer zu sitzen, wenn die Sonne untergeht. Ich bin keine Feministin, wie Jane zum Beispiel. Jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger. Sogar der Papst? Shirley Valentine heiratete Joe. Ihren Jugendfreund. Den Mann, den sie liebte. Und das ist aus Joe geworden. Ich krieg doch meinen Tee immer um 6. Heute ausnahmsweise nicht. Joe hat zu warten. Wir waren zusammen in einer Klasse. Marjorie ist jetzt Stewardess. Aber ich bin keine Stewardess. Ich bin eine Nutte. Stimmt, genau, Milandra. Was ich in Griechenland will, ist Sex. Sex zum Frühstück, Sex zum Mittag, Sex zum Tee und Sex zum Abendessen. Hört sich nach einer klasse Diät an, schöne Frau. Heißt der Essplan. Ich fahre nach Griechenland. Bin in 2 Wochen zurück. Es ist hier wunderschön. Nicht wahr, Stein? Ich habe einen Traum. Ein Glas Wein an einem Tisch ganz dicht am Meer. Gut, ich stelle den Tisch ganz dicht am Wasser, damit Ihr Traum warm wird. Die einzige Urlaubsromanze, die ich je hatte, war mit mir selbst. Und deshalb bin ich auch nicht enttäuscht worden. Aber plötzlich begann ich Spaß am Leben zu haben. Charlie, mit wem redest du da? Mit der Wand, Kostas. Nur mit der Wand. Oh mein Gott. Ich bin Shirley die Tapfere. Shirley die Wunderbare. Shirley Valentine. Auf Wiedersehen, mein lieber Mann.